Hallo liebe Fotofreunde, wer wie ich in einem kleinen Studio arbeitet, der weiß sehr kompaktes und nützliches Fotostudio-Zubehör sehr wohl zu schätzen. Und da gehören neben den ganz normalen Stativen, die man so kennt, und Galgenstative und eben alles mögliche andere, was mit Speedlights oder mit Kompaktblitzen zu tun hat, auch die sogenannten Bodenstative dazu. Nun, da gibt es diverse Produkte von einigen Firmen, wie beispielsweise Manfrotto, Valimax und so weiter und so fort. Aber als ich mich für ein bestimmtes Projekt für einen Kunden mal am Markt umgetan habe, bin ich wie schon so oft auf Jinbei gestoßen. Das ist eine chinesische Firma, deren Produkte sich durch eine sehr gute Qualität in einer sehr guten Preis-Qualitäts-Relation auszeichnen. Ja, und nachdem ich mich also da mal schlau gemacht habe, bin ich auf dieses Bodenstativ gekommen, das also zum einen sehr massiv konstruiert ist und zum anderen wirklich durch sinnvolles Zubehör glänzt. Und das ist bei Jinbei eigentlich üblich. Man erhält immer etwas mehr für sein Geld, als man erwartet hat. So, und wie das Ganze funktioniert und wie das in der Praxis ausschaut, das werde ich euch jetzt zeigen. Dann bauen wir das Teil mal zusammen. Das ist also ein ziemlich massiver Metallklotz und an der Spinne befinden sich eben drei sehr stabile Stahl-Vierkantrohre und die Rollen. Na, die könnten ein bisschen massiver sein, aber für das Geld, mein Gott, das passt schon. Knappe 40 Euro. An den Entriegelungshebeln kann man nun diese Rohre entsprechend aufklappen und schon erhält man eben sein dreifüßiges Bodenstativ. Sehr massiv, sehr stabil. Schafft Vertrauen. Dann hat man hier eben dieses Teleskoprohr, das insgesamt die Höhe auf ca. 70 cm bringt, wenn man dann entsprechend das Spigot oben einsetzt, das auch zum Lieferumfang gehört. Also alles sehr praktisch und das Spigot lässt sich sogar horizontal einbauen. Das Ganze über ein anderes Spigot hier eben auf den Bodenteil aufgesetzt. Super, und dann kann man eben das Spigot auch ganz allein aufsetzen und hat dann eine Minimalhöhe von 20 cm. Sehr gut. Also einwandfrei. Im Anschluss noch ein paar Aufbaubeispiele hier. Das Ganze jetzt mal ohne Beleuchtungskörper und ohne Softbox oder Lichtformer ausgezogen auf volle Höhe. Jetzt mal mit einem Valimax Blitz, der ist schon recht schwer in Bodennähe. Dann das Ganze nochmal voll ausgezogen, steht absolut stabil auf dieser Höhe, überhaupt kein Problem. Hier jetzt mit einer Jinbei Striplight Softbox. Geht auch mit größeren Boxen problemlos und hier mit einer Hollowman-Figur, die sich auf fast 2 Meter Höhe bringen lässt. Und auch da steht absolut stabil. Ich darf dann überleiten zu ein paar Mitbewerberprodukten. Hier das Manfrotto Backlight, also einfach nur 3 Metallstreifen und eine Spigot-Aufnahme. Das Ganze ergänzt dann hier mit Teleskopstange und Spigot gleich mal teurer. Die Photarex Lampenbodenvariante für mich nicht wirklich optimal. Diese dünnen Rundrohre schaffen bei mir nicht wirklich Vertrauen. Also das würde ich nicht bevorzugen. Und die Valimax Lampenbodenstativvariante, die scheint mir sehr dem Manfrotto-Modell ähnlich. Wahrscheinlich vom selben Hersteller, hier aber wenigstens mit einem zusätzlichen Spigot zur Aufnahme. So, Produkt- und Bezugslinks erhaltet ihr wie immer in der Beschreibung zu diesem Video. Dann wünsche ich euch viel Vergnügen mit dem Produkt, so ihr es euch kauft und viel Erfolg und weiterhin gute Fotos und gutes Licht. Euer Alex Schwarz.